Als ersten Schritt musst du deine eigenen persönlichen Daten ausfüllen. Die Sozialversicherungsnummer besteht aus 4 Ziffern. Diese kannst du zum Beispiel von deiner E-Card ablesen. Die restlichen 6 Ziffern auf deiner E-Card sind dein Geburtsdatum. Ein Personenkennzeichen musst du nur dann angeben, wenn du den Antrag für ein Studium an einer FH einreichst. Deine Matrikelnummer findest du zum Beispiel auf deinem Studierendenausweis. Es folgt der Nachname, der Vorname, das Geschlecht, deine aktuelle E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer. Wenn du einen klassischen Antrag stellst, dann kreuze das erste Kasterl an. Gewährung von Studienbeihilfe, Studienzuschuss. Das zweite Kasterl betrifft dich, falls du bereits Studienbeihilfe beziehst, aber zum Beispiel dein Studium oder den Studienort wechselst. Der Eingangsstempel ist nicht von dir zu erledigen. Das macht die Studienbeihilfebehörde, wenn dein Antrag angekommen ist. Hier musst du deine aktuelle Meldeadresse angeben. Da die Wohnanschrift deiner Eltern von deiner abweichen kann, ist diese auch korrekt auszufüllen. Konto muss dein eigenes Konto sein. Dieses wird mit dem Namen, dem IBAN und dem BIC überprüft. Die Zahlen findest du zum Beispiel auf deiner Bankomatkarte. Wenn du dich zumindest 4 Jahre selbst erhalten hast, sprich wenn du ein Jahreseinkommen von mindestens 8.580 Euro brutto minus Sozialversicherung gehabt hast, dann kreuze dieses Feld an und fülle zusätzlich das Formular für das SelbsterhalterInnen-Stipendium aus. Dafür bekommst du dann eventuell den Höchstbetrag und die Unterhaltskosten deiner Eltern werden auch nicht abgezogen. Hier gibst du den offiziellen Namen deiner Hochschule an und deren Standort. Dann trägst du deine Studienrichtung ein. Beachte, dies muss dein Hauptstudium sein und für dieses Studium brauchst du am Ende auch deinen Leistungsnachweis. Deine Kennzahl findest du auf deinem Curriculum, auf der Homepage deiner Hochschule oder auf deinem Studienblatt. Dann trägst du ein, wann du dein Studium begonnen hast. Außerdem musst du angeben, ob du dein Studium unterbrochen hast. Dies ist nur der Fall, wenn du darum offiziell angesucht hast und eine Bestätigung erhalten hast. Wenn du zwar durchgehend inskribiert warst, aber eine Zeit lang keine Prüfungsleistung erbracht hast, gilt dies nicht als Unterbrechung. Hier kreuzt du an, wie du die Voraussetzung zum Studium erworben hast. Vergiss nicht auf das Datum. Falls du schon ein Studium abgeschlossen hast, ist es notwendig, dass du dies auch angibst. Falls nicht, dann kreuze einfach Nein an und ignoriere den Rest in diesem Feld. Hier gibst du deine Staatsbürgerschaft an. Dann kreuze bitte deinen jeweiligen Familienstand an. Hast du Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst oder ein soziales Jahr nach dem Freiwilligengesetz gemacht, dann gib die Zeitspanne deiner Ableistung an. Falls es bei dir nicht zutrifft, dann lass diese Zeile leer. Wenn du eine Behinderung von mindestens 50% hast, dann kreuze dies an und gib an, welche Behinderung dich betrifft. Falls du aufgrund deiner Beeinträchtigung nicht in der Lage bist, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, kreuze dieses Kasterl auch noch an. Gib an, ob und wie viele Kinder du hast und vergiss nicht, dazu dann das Formblatt SB5 auszufüllen. Bei Geschwistern beachte auch, dass du SB5 ausfüllen musst mit allen wichtigen Zusatzunterlagen. Falls dein Ehe- oder eingetragener Partner bzw. deine Ehe- oder eingetragene Partnerin unversorgte Kinder hat, bitte auch SB5 ausfüllen. Du musst auch angeben, ob deine Eltern in einem gemeinsamen Haushalt oder getrennt leben. Bitte jedenfalls für jeden Elternteil das Formblatt SB3 ausfüllen. Falls ein Elternteil verstorben ist, gib bitte auch dies bekannt mit dem jeweiligen Sterbedatum. Parallel zum Bezug von Studienbeihilfe dürfen 10.000 Euro pro Kalenderjahr dazu verdient werden. Bei diesem Betrag handelt es sich weder um einen Brutto- noch einen Nettobetrag. Man rechnet vom Bruttojahreseinkommen die Sozialversicherungsbeiträge und die Werbungs- und Sonderpauschale ab. Der so errechnete Betrag darf 10.000 Euro nicht übersteigen, wenn du das gesamte Jahr Studienbeihilfe erhalten hast. Das heißt 12 Monate lang. Wenn du aber zum Beispiel nur 6 Monate Studienbeihilfe beziehst, darfst du in diesen 6 Monaten nur 5.000 Euro verdienen. Bitte beachte, dass auch Waisenpensionen, Kinderbetreuungsgeld und Arbeitslosengeld als Einkünfte betrachtet werden. Für Studierende, die ein Kind haben, für das sie unterhaltspflichtig sind, wird ein Absetzbetrag berücksichtigt. Für ein Kind unter 6 Jahren beträgt dieser in etwa 3.000 Euro. In diesem Fall darf also mehr verdient werden.
Wenn die Einkommensgrenze überschritten wird, wird die Studienbeihilfe um den überschrittenen Betrag gekürzt und der zu viel ausbezahlte Mehrbetrag der Studienbeihilfe muss zurückgezahlt werden. Wenn es also sein könnte, dass du die Zuverdienstgrenze überschreitest oder du dir nicht sicher bist, ob du unter der Zuverdienstgrenze bist, dann wende dich unbedingt für ein Beratungsgespräch an die zuständige Stipendienstelle oder dein ÖH-Sozialreferat. Sollte dein tatsächliches Gehalt im Nachhinein von deinen angegebenen Daten abweichen, kann es zu einer Nachzahlung seitens der Studienbeihilfenbehörde, aber auch zu einer Rückforderung der bezogenen Beihilfe oder auch Teilen davon kommen. In diesem Fall bekommst du einen Bescheid, es sollte also nicht ohne vorherige Information passieren. Bewahre auf jeden Fall deine Einkommensbelege immer gut auf. Wenn du die Einkommensgrenze von 10.000 Euro brutto überschreitest, musst du das angeben und als Nachweis das Formblatt SB6 ausfüllen. Wenn du eine ausländische staatliche Studienförderung erhältst, musst du das jeweilige Feld ankreuzen. Ganz unten Datum und Unterschrift nicht vergessen. Bei jedem Studienwechsel und Studienstandortwechsel muss ein neuer Antrag gestellt werden. Wenn du den Mindestleistungsnachweis nicht schaffst, musst du die gesamte in dem Zeitraum erhaltene Studienbeihilfe zurückzahlen. Der Mindeststudienerfolg ist die Hälfte des günstigen Studienerfolges. Wenn du also zum Beispiel nach dem ersten Studienjahr nicht wenigstens 15 ECTS oder 7 Semesterwochenstunden vorweisen kannst, kann die gesamte bezogene Studienbeihilfe zurückgefordert werden.